Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vorsicht Kontrolle. Heute sind wir mit dem TÜV Rheinland und unserem Kontrolleur Herr Hunter unterwegs, um ein paar Helis zu kontrollieren auf Sicherheit und Flugtüchtigkeit. Aktuell befinden wir uns am Kokainfeld in Altis und so wie es aussieht, hat der Herr Hunter direkt seinen ersten Kandidaten gefunden. Mit der Laschnikow, warten Sie doch mal. Der Herr Karl Laschnikow nimmt unser Angebot gerne an. Ich bin Helikopter-Spezialist und Mechaniker und würde Ihnen jetzt hier eine kostenlose Wartung von Ihrem Ordner anbieten. Dann haben Sie hier noch zwei wunderbare Scheinwischer von dem Bosch. Aber das ist ja nicht so. Der kennt sich gut aus, so. Nicht so wichtig. Das ist schon ein Fuchs. Sehen Sie hier dieses Gerüst, dieses Rohr, was die Tür festhält? Das ist ein Anti-Öffnungstür-Stopper. Der verhindert, dass sich die Türen im Flug automatisch öffnen durch den Wind. Aber weiter zu Kumin, ich meine zum Heli. So, dann gucken wir uns mal die Düsen an. Ich meine die Turbine, nicht die Düse. Die Düse haben wir ja nicht hier. So, ja, die sehen natürlich gut aus, aber die müssten mal gereinigt werden, weil da ist ganz viel Ruß drin. Wissen Sie, das Ding hat nämlich vorne so einen Luftumschlitz, nämlich genau unter bei einem Flug schon Ruß, das ist, könnte meiner Leistung hier liegen. Ja, und während des Flugs saugen sie hier allerhand Scheiße an, zum Beispiel Fliegen, Möwen, Bären und Luft. Könnte auch an dem Gewicht von Urs liegen. Und die Abgase werden hinten ausgestoßen. Und wenn die ausgestoßen werden, ja, wenn so ein Bär verbrennt, dann kommt natürlich viel Ruhe dabei raus. Herr Hunter kontrolliert das Fahrzeug sehr genau. Die Plakette müssen sie auch mal erneuern lassen. Und lässt nichts aus. Am besten mal zur Drehkraft liegen. Gucken wir uns als nächstes mal den Heckrotor an. Das ist ganz wichtig mit dem Heckrotor. Wenn der kaputt ist, dann roffeln sie. So nennen wir das in unserer Fachsprache. Das heißt, der Heli dreht sich in eine bestimmte Richtung. Entweder nach rechts oder nach links. Aber der sieht soweit ganz in Ordnung aus. Gucken Sie mal, sehen Sie hier dieses weiße Punkt? Ist ja auch Stiftung Warentest, sehr gut. Das ist eine Lampe, wieder Kollisionslichter. Sie sollten sich abends immer einschalten, damit die fliegenden Bären und Möwen sehen, wo sie hinfliegen. Und die nicht so oft einsaugen, weil mit der Turbine hier oben, das sieht schon echt mies aus. Da müssen Sie mal einen Schornsteinfeger holen und den mal ordentlich durchputzen lassen. So wie ich, die Chantal letzte Woche. Kleiner Scherz. Was für ein Scherz, was für ein Scherz. Als nächstes müssen wir natürlich noch den Reifendruck prüfen. Da sollten sie immer 10 Bar drauf haben, weil so ein Heli wiegt doch ein bisschen was. Das sieht so weit in Ordnung aus. Oh, Herr Hunter, da hat es aber kurz gekriegt. Na, die Reifen sind auch noch nicht parös oder so. Ja, das sieht echt gut aus. Bei dem hinteren, der hat natürlich immer die meiste Belastung, weil... Oh mein Gott, es scheint ein Problem zu geben mit dem hinteren Reifen. Den mal ganz genau angucken immer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil dieses Modell ist nämlich besonders anfällig. Wann ist denn der gebaut worden? Wo ist denn der Besitzer? Herr Laschnikow? Herr Kopf, ich habe eine Frage. Hallo? Wann wurde der gebaut? Welches Baujahr hat denn der? Aber sind Sie taub oder was? Der Herr Kalaschnikow antwortet nicht auf die Fragen von Herrn Hunter. Wird das noch ein gutes Ende nehmen? Ja, so ein Arschloch. Typisch. Er macht so eine kostenlose Wartung und dann reden sie nicht mehr mit einem, weil sie angepisst sind. Nur wenn man gesagt hat, dass die Turbine zu verrußt ist. Aber haben auf jeden Fall haben sie am hinteren Rad Rost. Sie haben am hinteren Rad Rost. Das sollten sich noch nichts mal beheben. Sonst ich kann grad nicht. Ja, das habe ich auch gesagt zu Chantal. Beim achten Mal. So, oh, was Chef, ist denn los hier? Haben Sie nicht aus dem Rad gehört? Ich habe mein Tischen auf dem Rad gehört. Ja, sehen Sie, wenn ich auf diese Stelle drücke. Achtung, ich drücke jetzt auf den Reifen, zum Reifendruck drücken. Ja, dann mach doch mal, hör mal auf, da zu drücken. Scheinbar ist der hintere Reifen defekt. Kittypflaster holen. Oh mein Gott. Herr Hunter reagiert sofort und holt die Hello Kitty Pflaster, die in solchen Fällen standardgemäß eingesetzt werden. Ohne den Hunter. Meine Fresse, du.
so, ich habe leider keinen Pflaster gefunden und deswegen haben wir jetzt einfach mal ein bisschen Panzertape genommen und ein bisschen Pappmaché und werden jetzt alles schön zermatscht. So, das wird erstmal für den Tag halten. Also dann, wo ist denn der Besitzer, der hässliche? Naja, soweit alles ganz in Ordnung. Die sitzen natürlich voll zickig drin, aber ich wollte Ihnen nochmal sagen, dass Sie die Turbine auf jeden Fall reinigen müssen und den Rost am hinteren Rad. Weil das geht so gar nicht. Also dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Sperren wir uns bald wieder. Unser Helikopter-Spezialist und Helipilot, Herr Hunter, hat natürlich die Situation wieder einmal gerettet. Er hat einen fachmännischen Job abgelegt und wir danken Ihnen natürlich für einen weiteren sicheren Heli, der in der Luft ist. Und ich begrüße Sie dann zur nächsten Folge von Vorsicht, Kontrolle. Auf Wiedersehen!